Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe, unserer neuen Sendung 7 Meter mit dem Alpler HC Hart und mein erster Gast heute, Coach Klaus Gärtner. Hallo Klaus. Hart, der Bodensee, deine neue Heimat quasi seit einem Jahr. Hast du dich an das Ganze schon gewöhnt? Ist dir das schon ans Herz gewachsen? Na gut, es ist schwer, dass einem die Region nicht ans Herz wächst. Man hat ja alles, was man eigentlich braucht, damit es einem gut geht. Man hat den See, ja, wie man hier sieht, das Harder Seeufer ist auch unheimlich schön. Man hat die Berge dazu. Also wir, meine Frau und ich, wir haben uns hier wirklich sehr gut eingelebt. Erkennt man dich in Hart schon, wenn du zum Beispiel in den Supermarkt Milch kaufen gehst? Musst du da schon 5 Minuten mehr einplanen, dass du mit Fans und Co. quatschen kannst? Ah, es ist schon ein-, zweimal passiert. Also im Supermarkt bin ich von der Kassiererin mal drauf angesprochen worden und auch die hat mir viel Glück gewünscht für das nächste Spiel. Ich glaube, das war eine Finalserie. Es kommt vor, wir haben beim Wandern schon mal jemanden getroffen, der uns angesprochen hat, aber es ist weit entfernt von Starrummel oder so. Aber man merkt schon, dass die Leute Interesse am Alpacher HC Hart haben. Jetzt im Sommer warst du wahrscheinlich nicht die ganze Zeit in Hart, warst wahrscheinlich zu Hause. Wie hat so ein Sommertag denn bei der Familie Gärtner ausgesehen, beziehungsweise was hast du denn alles gemacht? Ja gut, es war auf jeden Fall erstmal eine anstrengende Saison. Wir haben ja insgesamt, glaube ich, 37 Pflichtspiele gehabt. Wir hatten ja den Umzug im Sommer, da hatten wir relativ wenig Zeit, uns mal ein bisschen abzuschalten. Wir haben es eigentlich genutzt und sind mit dem VW-Bus mal 2 Wochen durch Norditalien gefahren. Das war echt entspannend, das hat Spaß gemacht. Dann waren wir noch 2-3 Mal hier beim Biken. Ich war auch mal mit dem sportlichen Leiter, dem Athletiktrainer mal beim Biken. Mal die Zeit halt genutzt, ein bisschen abzuschalten, ein bisschen Kraft zu sammeln. Du hast angesprochen, im ersten Jahr war so einiges los, in deinem persönlichen ersten Jahr vor allem. Jetzt Cup Final Four, Vizemeister der Sposo-Liga. Ist das sowas, wo man sagen kann, für die erste Saison passt das oder bist du da etwas ehrgeizig und sagst da muss eigentlich mehr her? Ah, das ist ganz spannend. Also man versucht ja nach der Saison mal so ein Fazit für sich persönlich auch zu ziehen. Das ist so ein bisschen gespalten alles. Also wir haben sicherlich eine schwierige Saison gehabt mit vielen Verletzten am Anfang. Das hat die Mannschaft auch super kompensiert. Wir sind auf Platz 2 im Grunddurchgang eingelaufen, haben dann genauso viele Punkte geholt wie Krems in der Bonusrunde. Haben in den Playoffs immer so hoch Ups and Downs gehabt, haben es aber dann geschafft, ins Finale zu gehen, sind im 5. Spiel, relativ knapp, finde ich. Wir hatten ja nochmal Unentschieden und so weiter am Ende. Durch eigene Fehler halt nicht Meister geworden. Es gibt viele Stimmen, die sagen, ah, super Saison nach Umbau, nach Trainerwechsel. Aber man ist natürlich selbst auch extrem ehrgeizig. Also die Saison hat mich relativ viel beschäftigt am Ende der Saison. Oder auch im Nachklapp an die Saison. Also so richtig weiß ich nicht, meine Leistung einzuschätzen, ob es gut war oder nicht. Oder auch die Leistung der Mannschaft. Ich kann es irgendwie nicht so greifen, ob das jetzt eine gute Leistung von uns war oder ob das eine durchwachsene Leistung war. Nach einem Sieg ist man ja eigentlich immer happy. Nach einer Niederlage ist es meistens ein bisschen schwieriger. Wie bist denn du so, sagst du, die ersten 5 Minuten nach einer Niederlage will ich eigentlich außer den lästigen Journalisten niemanden sehen? Oder wie bist du nach einer Niederlage? Kommt auf die Niederlage an. Also wenn es eine verdiente Niederlage war, wo man sagt, okay, der Gegner hat jetzt wirklich mal, es gibt ja auch, dass der Gegner was gut macht. Das muss man auch akzeptieren und respektieren. Solche Situationen gibt es im Sport. Wenn es dann aber so eine Niederlage ist, wo man denkt, okay, wir haben nicht das Optimale rausgeholt, vielleicht hat der Trainer auch nicht das Optimale, Wechseltaktik, Ansprache und so weiter, dann ist es schon schwer zu verkraften. Also wir haben eine ganz schwere Situation gehabt, fand ich, als wir dieses Heimspiel gegen Tirol verloren haben, wo wir an unserer Chancenauswertung gescheitert sind. Das war eine Woche mit Selbstzweifel und so weiter. Aber die Mannschaft und ich, glaube ich, also in erster Linie auch die Mannschaft, haben eine Riesenreaktion gezeigt im Rückspiel in Tirol. Ich glaube, das war unsere beste Saisonleistung, meiner Meinung nach, auch unter dem Druck, dass wir ausscheiden können. Ja, und dann, also es gibt so Situationen, dass es halt ein bisschen länger dauert, aber es kommt, wie gesagt, auf die Niederlage an. Gab es schon mal eine Situation jetzt als Co-Trainer damals oder als Trainer jetzt, wo du gesagt hast, nee, diesen Job mache ich nie wieder? Als Trainer? Ja, dieses Jahr nach der Niederlage gegen Tirol. Es ist ja ein geiler Job eigentlich. So, man hat Verantwortung, man hat es mit jungen, motivierten Leuten zu tun. Die Jungs sind ja auch alle nett, die wir im Kader haben. Also sind alles Top-Jungs. Aber es gibt so Situationen schon, ne? Also, wo man überlegt, okay, man hat natürlich eine exponierte Position als Trainer,
Man kann auch vielleicht manche Dinge nicht beeinflussen. Viele Leute auf der Tribüne wissen ja auch nicht, was im Training besprochen war, was die taktische Marschroute war. Die sehen nur die Leistung. Das ist aber allerdings auch mein Job, diese Leistung oder die Mannschaft dazu zu bringen, dass sie die Leistung abruft. Aber es ist schon so Himmel und Hölle, was wechselt. Du hast mir mal gesagt, wenn du nicht Handballtrainer geworden wärst, dann wärst du vermutlich Lehrer geworden, wegen dem langen Sommerurlaub, oder? Nee, jetzt habe ich ja sogar einen neuen Berufswunsch. Also ich würde jetzt auch gern Hüttenwirt werden, wenn es als Trainer nicht mehr läuft. Ich glaube, diese Ruhe in den Bergen und so weiter wäre nochmal eine andere Geschichte jetzt, was mir auch sehr gut gefällt. Aber das müsste dann eine Hütte sein, nur also so ganz normale Alp mit Tier, Viehwirtschaft im Prinzip, damit ich mal Ruhe habe. Und du wärst komplett zufrieden? Ja, ich würde es gerne mal ausprobieren. Also deswegen, also der lange, das ist glaube ich auch ein härterer Job, aber Lehrer wäre, kommt halt glaube ich diesem Trainerjob am nächsten. Aber das wäre mal eine Variante, also wollte man schon immer mal ausprobieren, auch meine Frau, mal so einen Sommer auf einer Alm heißt ja hier nicht, sondern Alp, glaube ich. Genau, Alp. Naja. Ja, nächsten Sommer vielleicht, oder? Je nachdem, wie es sich ergibt. Ja. Jetzt, egal ob Lehrer oder Hüttenwirt, jeder hat eigentlich seine persönlichen Vorbilder, seine Idole. Hast du welche oder sagst du bist ein Einzelkämpfer? Na, man guckt schon. Also ich habe ja ein paar Trainer auch selbst gesehen in der Halle und mitbekommen. Da hat man auch das eine oder andere, was man sich da rauszieht. Für mich ist, was so Authentisches angeht und das Rüberkommen und das auch wirklich. Ja, dieses Authentische bei Jürgen Klopp ist ein Riesenthema, auch dieses Emotionale. Ich glaube, er ist ein Vorbild, wenn es darum geht, mit den Spielern gemeinsam Dinge zu erarbeiten. Im Gegensatz dazu gibt es im College Football gibt es einen Trainer, Nick Saban, das ist das erfolgreichste Programm in den USA, das ist Alabama Football. Er ist nochmal ein ganz analytischer Typ, ein bisschen distanzierter Typ, eher mit anderen Werten vielleicht wie Jürgen Klopp. Also da gibt es schon unterschiedliche. Und man muss, aber wichtig ist, glaube ich, dass man so seinen Weg selbst da findet. Also man kann Vorbilder haben, aber ich glaube, authentisch zu sein ist das Wichtigste. Und da muss man im Prinzip seinen Weg finden. Du hast angesprochen, beide sind sehr, sehr einzigartige Persönlichkeiten. Einfach würdest du von dir selbst auch sagen, du bist so ein Coaching-Individuum? Ich weiß nicht, ob ich speziell bin. Also wir arbeiten ja jetzt mit dem Sportpsychologen zusammen. Der hat gemeint, ich hätte so eine großväterliche Art. Vielleicht ist das meine größte Stärke. Also für mein Alter wäre ich schon so ein bisschen der Großvater, so von der Art, wie ich mich verhalte mit den Spielern. Ich glaube, das, was mich am meisten auszeichnet, ist, glaube ich, dass ich meinen Spielern nie lange böse sein kann. Also ich nehme jetzt schlechte Leistungen von einem Spieler oder von der Mannschaft nicht wirklich persönlich. Für mich ist auch Trainingsende oder Spielende, beim Spiel dauert es ein paar Minuten länger, beim Training ist dann auch vergessen, wenn einer keine gute Leistung gezeigt hat. Also das ist, glaube ich, meine größte Stärke. Vielleicht kann man es auch Inkonsequenz nennen, dass man da normalerweise manchmal konsequenter sein müsste, aber da sind wir wieder beim Authentischen. Das ist so eine Geschichte, glaube ich, ein Kollege von mir hat mal gesagt, deine Inkonsequenz ist deine größte Stärke. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Stärke bezeichnen kann, aber glaube, das Verzeihen von Fehlern und das schnell Abhaken ist, glaube ich, die größte Stärke. Das Ganze wird wahrscheinlich auch jetzt in der neuen Saison wieder eine Rolle spielen. Vermittelst du das deinen Spielern selbst auch, dass Training ist Training und nachher ist es vorbei und dann ist es wieder gut? Ja, ich glaube, das merken die. Ne? Also mit mir kann man, glaube ich, auch viel lachen im Training, aber wir haben auch Spaß. Ich hoffe, die Jungs haben auch Spaß, zumindest lachen sie ab und zu mal. Wir wollen gemeinsam erfolgreich sein. Es ist ja wie in jedem Job, wenn man mit Freude zur Arbeit geht, macht das vieles leichter, logischerweise. Sicherlich hast du im Sport dann auch immer, durch das, dass es relativ schnelllebig ist, immer so Phasen, wo es dann auch mal nicht so gut läuft. Nochmal auf dieses Viertelfinale Tirol, wo wir dann diese Situation hatten. Aber da muss man im Prinzip dann auch als Mannschaft zusammenstehen und auch der Trainer muss auch dann hinter der Mannschaft stehen und umgekehrt, um das gemeinsam dann auch zu regeln. Und da gehört halt Spaß, Freude, ist unheimlich wichtig. Das Team ist eigentlich fast gleich geblieben, jetzt deinen Neuzugang gibt es. Wie hat denn sich die Mannschaft in den ersten Wochen so etabliert? Ja, das war jetzt ein Riesenvorteil. Das merkt man auch bei uns, auch in den Vorbereitungsspielen, obwohl wir jetzt wieder ein paar angeschlagene Spieler hatten. Wir haben deutlich besser gespielt in der Vorbereitung. Es merkt, dass die Rädchen mehr ineinander greifen. Letztes Jahr hatten wir doch einen relativ großen Umbruch mit inklusive Trainer.
Also da sind wir, glaube ich, Stand jetzt ein Stück weiter als im Vorjahr. Ohne, dass man das immer vom ersten Saisonspiel so richtig, weil eine Vorbereitung ist Vorbereitung. Du weißt nie, was die Gegner vorher gemacht haben, bevor sie gegen dich gespielt haben, wie viel Trainingsbelastung hatten die. Das ist dann immer schwer zu sagen. Also ich, Vorbereitungsergebnisse kann man eigentlich überhaupt nichts geben. Neuzugang auch in Hart angekommen, schon seit einigen Wochen. Wie hat sich der denn etabliert? Ja, ohne ihm jetzt zu viel Druck machen zu wollen, ist er für uns eine Riesenverstärkung. Also als Mensch, also er hat noch ein bisschen Sprachprobleme, geht halt alles über Englisch. Aber man merkt schon, was für ein Typ er ist. Das hat man schon in den ersten Gesprächen. Viele sagen ja immer, wir haben charakterlich den Spieler verpflichtet, der perfekt zu uns passt. Das kannst du nach zwei Gesprächen nicht wissen. Jetzt haben wir mal 6 Wochen mit ihm zusammengearbeitet. Jetzt kann man das schon sagen, dass das absolut in die richtige Richtung geht. Er ist ein Führungsspieler. Er möchte das auch, er möchte auch führen. Und er ist sicherlich für uns richtige Verstärkung, ohne ihm jetzt extrem viel Druck machen zu wollen. Jetzt im letzten Jahr, ungefähr genau vor einem Jahr, und zwar genau in diesem Ort, wolltest du nicht über den Titel reden. Wie schaut es in diesem Jahr aus? Ja gut, da man ja immer nach Verbesserungen strebt und man sich im Sport immer weiterentwickeln will, wäre eine Weiterentwicklung für uns ja ein Platz nach oben, gegebenenfalls. Gefühlt waren wir ja Lichtjahre von Krems weg. Was so die Medienlandschaft angeht, waren wir Lichtjahre weg. War meiner Meinung nach ein Duell auf Augenhöhe. Wir haben insgesamt 10-mal gegen diese Mannschaft gespielt. Ja, wir haben 4-mal gewonnen, 6-mal verloren. Ja, wir sind nicht so weit weg. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen ein bisschen anders auftreten. Wir müssen im Tempospiel besser werden, in beide Richtungen. Defensiv wie offensiv müssen wir das besser, also einmal Gegenstöße besser verteidigen und vorne auch viel mehr Tempo machen. Und wenn wir da die richtigen Schlüsse aus der letzten Saison ziehen, dann sind wir, glaube ich, auch ein Kandidat für den Titel. Und ja, wir haben uns mit Tine Puckler richtig verstärkt. Und normalerweise ist im Sport ja immer die Situation, dass man ein bisschen tief stapelt und irgendwie den anderen zuschiebt, dass sie Favoriten sind. Aber wir nehmen die Rolle jetzt an. Wir wollen um den Titel spielen. So, letztes Jahr wussten wir es nicht genau und da fand ich auch unser Verhalten richtig, dass wir ein bisschen, nicht auf Understatement, aber wir wussten ja nicht, wie die Neuzugänge, wie das alles funktioniert. Aber dieses Jahr muss man sagen, okay, mit der Mannschaft, wenn wir einigermaßen verletzungsfrei bleiben und die Spieler ihre Leistung abrufen und wir uns noch ein bisschen entwickeln, dann müssen wir um den Titel spielen. Wird Krems wieder der Gegner, den es zu schlagen gibt? Also wenn man davon ausgeht, dass sie letztes Jahr schon die stärkste Mannschaft am Ende waren, sie haben es ja auch verdient gewonnen am Ende, und die Mannschaft zusammengehalten haben, dann sind sie sicherlich wieder ein Kandidat, der da mitspielt. Ansonsten erwarte ich irgendeine, also Graz, glaube ich, stärker wie letztes Jahr, können vielleicht auch ein Wörtchen mitsprechen, haben den Kader ein bisschen verbreitert, obwohl sie auch den Abgang vom Trainer zu verkraften haben. Und ansonsten wird es eine relativ enge Saison. Also man muss jeden Gegner respektieren und ernst nehmen. Sonst kann es ganz mal schnell so sein, dass man weit weg ist von der Spitze. Letzte Frage, ganz schwierige Frage, vielleicht eine Frage, die man viel öfters stellen sollte. Bist du glücklich in Hart? Das ist nichts Falsches sagen jetzt. Also ich bin, ja, wenn man Zufriedenheit mit Glück gleichsetzt, dann sind wir doch sehr zufrieden, also meine Frau und ich, das ist auch wichtig, dass meine Frau sich hier wohlfühlt, sind wir schon sehr zufrieden hier. Also es macht einen Riesenspaß. Also die Leute, die wir eine Geschäftsstelle haben, auch sportliche Leiter und so weiter, alle, die um die Mannschaft herum arbeiten, sind ein gutes Team. Wir arbeiten gut zusammen, das macht einen Riesenspaß. Und das ist ähnlich wie bei den Spielern. Da will auch der Trainer ein bisschen Spaß mit seinem Chef haben und so weiter. Und das läuft eigentlich alles richtig gut. Man muss sagen, dass wir einen top geführten Verein haben. Ich glaube, man muss sich nicht verstecken vor Zweitligisten, teilweise auch vor Erstligisten, was die Organisation angeht. Und da fühlt sich halt der Trainer auch wohl. Ne? Also ich könnte sagen, wenn es Zufriedenheit ist, dann ist es Glück. Ja. Super. Klaus, danke dir für diesen Einstieg und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Super.